Das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Dienstag, den 10. Januar. Präsentiert von eBepro, die Lösung für Bestand und Provision. Allianz und Santander starten Klarna-Modell. Der Warenkreditversicherer Allianz Trade, die Handelsfinanzierungsbanken, Santander Corporate Investment Banking und die E-Commerce-Plattform Two haben eine Buy Now, Pay Later-Partnerschaft gestartet. Mit dem gemeinsamen Angebot soll der globale B2B-Online-Handel erobert werden. Unternehmen sollen mit dem neuen Dienst Käufern einen sofortigen Zahlungsaufschub an den Kassen anbieten können. Das Buy Now, Pay Later Modell ist insbesondere im B2C-Online-Handel verbreitet. Einer der bekanntesten Dienstleister in diesem Bereich ist der schwedische Zahlungsanbieter Klarna. Teles Finanz AG – Veränderung im Vorstand. Seit 1. Januar verstärkt Sven Schöntag als Vertriebsvorstand die Geschäftsleitung der Teles AG. Zu den beruflichen Stationen von Schöntag zählen unter anderem die Bonn Finanz AG und OVB Holding AG. Anfang des Jahres 2022 wurde er zum Vorstand der Teles-Konzerntochter DEMA, Deutsche Versicherungsmakler AG, ernannt und blickt dabei auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Gotha baut Partnervertrieb um. Die Gotha hat zum 1. Januar die Betreuungsstruktur in den Partnervertrieben überarbeitet. Große spezialisierte Maklerunternehmen mit Schwerpunkt Firmenkunden sollen nun direkt aus der jeweiligen Sparte betreut werden. Große Pools und Vertriebe werden als Key Accounts über das Key Account Management versorgt. Für Makler mit Schwerpunkt Firmenkunden im Bereich Composite sind weiterhin die Partnervertriebssektionen in den Regionen erste Ansprechpartner. Für Vermittler mit dem Schwerpunkt Lebens- oder Krankenversicherung für Privatkunden wird mit der PV-Vorsorge eine neue zentrale Einheit in Köln geschaffen. Für Makler, die im geringeren Umfang mit der Gotha zusammenarbeiten, steht künftig die Gotha Beratung und Vertriebsservice GmbH als telefonischer Ansprechpartner zur Verfügung. Medgate führt Lieblingsarzt ein. Der Telemedizinanbieter Medgate führt die Funktion Lieblingsarzt ein. Patienten sollen in der App einen Arzt als persönlichen Lieblingsarzt hinterlegen können, um diesen dann später gezielt zu konsultieren. Dadurch sollte die Erreichbarkeit und das Vertrauen verbessert werden. Bislang können knapp 9 Millionen private Krankenvollversicherte die App nutzen. Baugeldspezialisten und Quality Pool kooperieren. Baugeldspezialisten und Quality Pool haben eine langfristige Zusammenarbeit gestartet, in welcher der Lübecker Maklerpool eine Reihe von Infrastruktur- und Serviceleistungen zur Verfügung stellt. Dazu zählen die technische Ausstattung und das Produktmanagement, Zugänge zur Quality Pool Akademie sowie eine spezielle Variante des intern entwickelten Partnerportals MyQ. IFO-Institut – Geschäftsklima für Selbstständige deutlich erholt. Das Geschäftsklima für die wichtige Zielgruppe der Selbstständigen hat sich zum Jahresende deutlich erholt. Das geht aus dem aktuellen Index für dieses Segment, dem Jimdo Info Geschäftsklima-Index für Selbstständige, hervor. Er stieg im Dezember auf minus 11,4 Punkte nach minus 21,6 im November. Es zeigt sich ein Silberstreif am Konjunkturhorizont, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der IFO-Umfragen. Die Existenzsorgen haben auf hohem Niveau etwas abgenommen. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Dienstag, den 10. Januar, präsentiert von eBepro, die Lösung für Bestand und Provision.